Petrus kann Kinder nicht leiden oder die waren nicht artig genug. Das Kinderfest in Freiburg fiel zwar nicht ins Wasser, aber Wasser fiel ins Kinderfest. Doch wie heißt es so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Laune oder so ähnlich. Also heute haben wir hier das große Kinderfest in Freiburg, weil heute ist Internationaler Kindertag und wir machen das im Rahmen des Projektes Demokratie leben, Jugend im Land 3.0. Da bin ich der Projektleiter und zusammen mit dem René Kügler vom Kinder- und Jugendtreffen Naumburg hatten wir die Idee für dieses Kinderfest hier in Freiburg. Die Kita-Kinder waren die ersten, die sich an den unterschiedlichen Ständen und Stationen tummeln konnten. Erwartet wurden jedoch viel mehr. Gedacht war die Veranstaltung bis 16 Uhr. Also angemeldet haben sich bis jetzt 260 Kinder von verschiedenen Kindereinrichtungen hier aus Freiburg. Die Grundschule, die Sekundarschule, die wollen eigentlich alle noch kommen, wenn das Wetter mitspielt. Die Kinder spielten auf alle Fälle mit. Das Mitmachtheater C'est la vie lud direkt on stage zum Mitmachen ein, da die Riesenhüpfburg am Vormittag zu nass war. Es gab aber noch andere Aktivitätsmöglichkeiten wie Bastelstraßen, Kinderschminken, Melken und vieles mehr. Doch die reine Freizeitgestaltung war nicht das Ziel. Also erstmal wollten wir überhaupt erstmal in Freiburg ein Kinderfest machen, weil das gab es hier noch nie, zumindest nicht in der Größenordnung und auch nicht Open Air. Und ein ganz wichtiges Thema, und zwar planen Jugendliche hier in Freiburg, die möchten gerne eine Skateranlage haben. Und da ist im Vorfeld auch schon mit dem Bürgermeister, mit dem Gemeinderat schon darüber diskutiert worden, dass das halt eine Attraktion für die Jugendlichen hier in Freiburg wäre. Mittlerweile haben wir auch schon einen Platz zugewiesen bekommen, wo die Möglichkeiten bestehen. Das ist auch vom Gemeinderat schon so abgesegnet worden. Mittlerweile gibt es auch ein Spendenkonto von der Stadt Freiburg, wo dann jeder einzahlen kann. Und ich denke mal, dass in naher Zukunft vielleicht so viel Geld zusammenkommt, dass diese Skateranlage ermöglicht wird. Und das ist eigentlich unser großes Ziel hier mit diesem Kinderfest, natürlich auf diese Aktion aufmerksam zu machen. Müsste also nur noch mit dem Wettergott ein ernstes Wort geredet werden. Ausgiebiger Regen in der Nacht wäre sicherlich kein Problem gewesen.